In diesem weiteren Video zur Konstruktion von Treppen will ich noch darauf eingehen, wie man eigentlich das Auflage einer Decke detailliert, wenn es einen Fußbodenaufbau gibt auf der Rohdecke und einen Treppenbelag. Bisher habe ich ja nur gezeigt, wie eine Rohtreppe an eine Rohdecke anschließt. Ich habe hier mal zwei Geschossdecken als Rohdecken. Einschichtig Stahlbeton, 20 cm dick, und ein Fußbodenaufbau, der sich aus mehreren Schichten zusammensetzt und 14 cm dick ist. Gleichzeitig habe ich eine Treppe, die 16 Steigungen hat. Der gebe ich jetzt mal einen Belag zunächst einmal und dann schauen wir mal, wie sich diese Treppe da oben an die Decke und den Fertigfußboden anschließen lässt. Zunächst einmal lasse ich mir die Treppe mal in 3D anzeigen. Ich habe sie selektiert. Wenn ich jetzt STRG 3 drücke, sehe ich sie alleine im Fenster. Ich habe eine Treppe mit den Voreinstellungen von Archicad gezeichnet. Das Einzige, was ich entschieden habe, ist, dass es 16 Steigungen geben soll und 0,275 cm Auftrittstiefe, dass sie massiv ist sowieso. Ich wähle sie jetzt mal aus und drücke STRG T und klickt mal unter Bekleidung die Bekleidung an. Jetzt kann ich entscheiden, ob es nur Trittstufen, Setzstufen oder beides gibt. Ich klicke mal gleich nur auf Trittstufe, weil ich möchte keine Setzstufe haben. Ich möchte es einfach halten. Außerdem macht ja die Trittstufe, der Trittstufenbelag jetzt das Problem, sag ich mal, beim Anschluss an die Decke und nicht die Setzstufe. Dann klicke ich mal auf Trittstufe und hier kann man jetzt auswählen, welchen Typ von Trittstufe man haben möchte. Ich möchte gerne die integrierte Trittstufe haben. Das ist die einfachste Variante. Diese integrierte Trittstufe soll 5 cm dick sein und keinen Abstand zur Rohtreppe haben. Sie soll auch nicht überstehen, deswegen steht hier auch 0. Unter Trittstufe Komponenteneinstellungen kann man bei der 3D-Darstellung den Baustoff nochmal festlegen. Ich habe jetzt hier einfach ein Vollholz als Baustoff, das ist völlig in Ordnung. Jetzt schaue ich mir das Ganze mal an. Ich sehe jetzt schon, dass es zunächst mal im Prinzip in Ordnung ist. Ich sehe auch, dass das Auflager ein Stück länger ist an beiden Seiten. Ich sehe allerdings auch, dass die Treppe unten mit einer Trittstufe abschließt. Wenn ich mir das mal im Schnitt anschaue, dann sehe ich, dass ich jetzt hier unten ein Brett habe sozusagen auf der Rohtreppe. Das möchte ich eigentlich nicht. Ich möchte, dass der Fertigfußboden bis an die erste Setzstufe rangeht, dass dann erstmal die Stahlbetonfläche der Treppe zu sehen ist und dann die erste Trittstufe als Holzelement da drauf. Das heißt, ich möchte das nicht. Jetzt, wie kriege ich das weg? Ich klicke die Treppe an, STRG T und gehe mal zu den Treppeneinstellungen da ganz oben. Und da sieht man hier die beiden Varianten, wie die Treppe beginnt. Hier steht jetzt Beginn mit Trittstufe. Ich schalte mal hier auf Setzstufe und oben soll sie aber sehr wohl mit einer Trittstufe enden. Also das ist die richtige Option. Solange man keine Bekleidung wählt für eine Treppe, sind diese Varianten nicht so schnell zu verstehen. Sobald man aber einen Belag hat, merkt man, was das bedeutet. Ich möchte jetzt einfach, dass meine erste echte Stufe den ersten Belag hat. Deswegen wähle ich diese Variante beginnt mit Setzstufe. Schauen wir mal, was das jetzt ausmacht. Okay, sieht jetzt anders aus. Und jetzt schauen wir uns das mal da oben an. Die Treppe geht ja, wenn ich nochmal die Einstellung anschaue, von Ursprungsgeschoss zu Obergeschoss mit einem Offset von 0. Das bedeutet, Archicad rechnet von der Oberkante des Belags aus. Das heißt, die Belagoberkante liegt jetzt auf der Höhe des Fertigfußbodens. Und da unten ist der Abstand von der Oberkante des Belags zur Oberkante des Fußbodenbelags genau die Steigungshöhe. Also darauf gilt es zunächst mal sowieso zu achten. Wenn das nicht stimmt, brauchen wir gar nicht weiterzumachen. Also das muss sozusagen schon mal passen. Das Erste, was ich mache, ist eine Deckenöffnung herstellen für die Treppe. Denn natürlich brauche ich mich um das Auflager gar nicht zu kümmern, wenn ich noch keine Deckenöffnung erstellt habe. Ich gehe mal ins OG. Dort sehe ich die Treppe. Verwirrenderweise, denn eigentlich ist ja eine Decke darüber. Die Decke ist aber im Grundriss transparent dargestellt, deswegen sehe ich die Treppe komplett. Jetzt wähle ich die Decke an. Ich habe jetzt den Heizestrich Parkett ausgewählt, wie man sieht, und schneide jetzt da zunächst mal ein Loch rein. Deckenwerkzeug aktivieren, nicht vergessen, und dann ein Rechteck zeichnen. Jetzt ist im Fertigfußboden schon mal eine Öffnung drin. Jetzt gehe ich nochmal da drauf. Übrigens, warum sehe ich eigentlich immer dieses hufeisenförmige Icon an meinem Cursor? Das liegt daran, dass beim Auswahlwerkzeug, Pfeil, kann die Schnellauswahl aktiviert werden. Man kann die auch abschalten. Dann kann ich jetzt nicht einfach da drauf klicken, sondern muss immer auf eine Kante klicken oder auf einen Punkt. Die Schnellauswahl ist natürlich praktisch. Wir haben gerade gesehen, dort gibt es einen Hinweis, dass man die Leertaste zur temporären Aktivierung, Deaktivierung benutzen kann. Das kann ich dann also machen. Und ich will an der Stelle auch nochmal darauf hinweisen, dass wir nicht das Pfeilwerkzeug brauchen, um Dinge auszuwählen. Ich habe das jetzt bei Korrekturen sehr oft gesehen.
dass ihr immer das Pfeilwerkzeug extra anklickt, wenn ihr was auswählen wollt. Das müsst ihr nicht. Wenn ich das Deckenwerkzeug zum Beispiel aktiv habe, was ich ja brauche, um ein Loch einzuschneiden, reicht es, die Shift-Taste zu drücken. Dann habe ich das Pfeilwerkzeug schon aktiviert quasi. Das sieht man hier nicht, aber es ist aktiviert. Ich kann jetzt damit Sachen auswählen. Und wenn ich jetzt noch die Leertaste parallel drücke, denkt dran, das war der Kurzbefehl für die Aktivierung der Schnelloption, dann kann ich auch da drauf klicken. Man sieht jetzt auch noch, dass ich hier schon wieder meinen Heizestrich anklicken würde. Ich kann jetzt die Tab-Taste drücken, also die Tabulator-Taste, und komme dann zu der Decke. Jetzt kann ich die auswählen. Ich habe jetzt vermutlich gerade beides ausgewählt. Ich drücke nochmal die Shift-Taste, weil ich nicht das Pfeilwerkzeug aktiv habe, die Leertaste, um die Schnellauswahl zu haben. Und bevor ich jetzt klicke, drücke ich nochmal die Tab-Taste. Und jetzt sehe ich, dass ich die Stahlbetondecke vorgeschlagen bekomme zur Auswahl. Jetzt wähle ich die an und schneide jetzt da auch nochmal dieses rechteckige Loch rein. So, jetzt gucke ich mal in den Schnitt, ob das Loch so einigermaßen passt. Das sieht jetzt im Moment so aus. Das ist in Ordnung. So, jetzt mache ich mich an die Einstellungen für das Deckenauflager, damit das Ganze auch richtig aussieht. Zunächst einmal zur Erinnerung, meine Rohdecke ist ja 20 cm dick und mein Fußbodenaufbau in meinem Beispiel ist 14 cm dick. Der kann natürlich auch eine andere Dicke haben. Es ist jetzt halt mein Beispiel. Zusammen sind das 34 cm, das muss man sich merken. Und ich gehe jetzt mal in meine Treppeneinstellungen hinein, Steuerung T, Laufmassiv, Auflager und Verbindungen, oberstes Auflager, Treppenlaufende, horizontale Verbindung mit Konsole 1, eine sehr gebräuchliche Variante. Und jetzt gucken wir uns mal die Variablen hier an. Zunächst einmal könnte man ja auf die Idee kommen, dass DY1 14 cm sein müsste bei mir und DY2 20. Stellen wir das mal ein. Das gäbe zusammen 0,34, das wäre also richtig. Wie groß die beiden CX und CY jetzt sind, ist jetzt mal nicht so wichtig. Vielleicht stellen wir gleich schon mal die Auflagerlänge ein bisschen länger ein. Die steht im Moment auf 15 cm, also ab dem Ende der Trittstufe 15 cm ist vielleicht ein bisschen knapp. Stellen wir es mal auf 20 oder 25, das ist jetzt erstmal egal. So, und jetzt bestätige ich das Ganze mal. Und was sehen wir jetzt? Die Treppe ist nicht richtig da oben. Wir sehen, dass der Stahlbetonanteil der Treppe, also der massive Teil, dann insgesamt auf diese Höhe von der Oberkante Rohdecke geht. Und dann entsteht, weil die Trittstufe natürlich da oben bleibt, hier so ein Loch. Das kann also nicht die richtige Lösung sein. Offensichtlich muss DY2 genauso groß sein wie die Distanz von der Unterkante Rohdecke bis zur Unterkante dieser Trittstufe. Ich gehe also nochmal in meine Einstellung. DY2 müsste also 34 cm minus der 5 cm, die meine Trittstufe dick ist. Das kann man ganz kurz nochmal bei der Bekleidung anschauen oder bei der Trittstufe. Da sehen wir das. 0,5 cm. Also muss DY2 34 cm minus 5 sein. Das wären dann 29 cm in meinem Fall. DY1 logischerweise dann nicht 14 cm, sondern nur 5. Jetzt gucken wir uns das nochmal an. Jetzt sieht es schon mal gut aus. Es gibt kein rätselhaftes Loch mehr zwischen Rohtreppe und Belag. Jetzt geht's aber weiter. Mein Auflager gilt ja insbesondere für die Stahlbetondecke. Ich kann ja nichts auf dem Fußboden auflagern und so, wie es jetzt aussieht, stimmt es noch nicht. Ich muss also jetzt mal schauen, was ich hier machen kann bei diesen Maßen. Ich gehe nochmal in diese Einstellung rein. Meine Rohtreppe ragt ja über die Oberkante der Rohdecke hinaus und zwar 9 cm, also 14 cm minus 5. 14 cm Fußbodenaufbau, 5 cm Trittstufe. Und dann sollte sie noch bis zur Hälfte der Rohdecke gehen. Also müsste das quasi 9 plus 10 sein, also 19 cm. Ich trage mal hier 19 ein und schaue mir mal an, ob jetzt zumindest CY stimmt. Ja, das sieht gut aus. Jetzt geht quasi der obere Teil des Auflagers bis zur Hälfte meiner Rohdecke. Ja, das gefällt mir. Jetzt könnte man dieses Maß auch noch verringern. Das wäre CX und das mache ich mal ein bisschen kürzer. Ich setze es mal auf 10. Dann sieht das auch symmetrisch aus. Okay, so, das ist im Prinzip schon mal sehr gut. Ja, ich habe jetzt natürlich das Problem, dass mein Fußbodenaufbau in die Treppe reinragt. Meine Decke selber natürlich passt auch nicht ganz, weil dieses Auflager noch nicht ausgeschnitten ist. Und da kann ich mich jetzt drum kümmern mit Solid Element Befehlen. Was ich jetzt aber gerne noch machen würde, wäre die Treppendicke anpassen, damit der Knick, also da, wo die schräge Untersicht der Treppe ankommt, dann auch wirklich an der Stelle liegt. Das habe ich ja schon mal gezeigt. Das macht man, indem man die Laufdicke ändert. Steuerung T. Da muss man so ein bisschen probieren. Ich gehe jetzt mal auf 2,5 zum Beispiel. Das ist wahrscheinlich viel zu viel. Ja, aber es ist viel zu viel, ist es nicht. So, jetzt gehe ich mal zurück. Das muss man ausprobieren. Vielleicht ist 2,4 richtig. Okay, das soll mal reichen. Genauer geht's nicht. Wir haben ja jetzt Maßstab 1 zu 50, 3000% Darstellungsgröße. Wenn ich mal auf 100% gehe,
dann sieht das Ganze ganz okay aus. Also das darf man nicht vergessen, zwischendurch immer mal wieder auf 100% Darstellungsgröße zu gehen. Wohlbemerkt aber im Maßstab 1 zu 50. Jetzt müssen wir hier noch ein bisschen was abschneiden. Wir müssen zunächst einmal aus der Decke das Auflager der Treppe rausschneiden. Und dann müssen wir wiederum den überstehenden Teil des Auflagers mit dem Fußbodenpaket abschneiden. Also machen wir das mal der Reihe nach. Das erste Ziel einer Solid Element Operation wäre die Rohdecke. Ich wähle die also aus, gehe in den Befehl Planung Solid Element Befehl. Jetzt ist die Decke als Ziel schon automatisch gesetzt, weil ich sie vorher selektiert hatte. Ich wähle jetzt die Treppe aus und sage, das soll der Operator sein. Ich kann jetzt nochmal checken, habe ich alles richtig gemacht? Ziel ist das hier, Operator ist das. Operation auswählen, Abzug. Ausführen. So, jetzt ist das Auflager bei der Decke schon mal hergestellt. Ich schaue mir das mal kurz im 3D an als Beweis. Jetzt sehe ich erstmal nur die Treppe. Ich wähle mit dem Rechtsklickmenü alle anzeigen. Jetzt sehe ich auch die Decke. Okay. Ich blende mal kurz die Treppe aus. Ich benutze den Ebenenumschalter. Den habe ich mir da oben hingepackt. Das ist eine kleine Palette. Die habe ich mal erklärt in dem Video über die Ebenen. Jetzt kann ich sagen, ausgewähltes Element die Ebene ausblenden und dann den Fußboden auch noch. Der ist im Moment auf der Ebene Decke. Das ist keine gute Idee. Wenn ich jetzt die Ebene ausblende, sehe ich meine andere Decke auch nicht mehr. Ich lege den Fußbodenaufbau, das Paket mal auf eine andere Ebene. Da gibt es noch den Bodenaufbau als Ebene. Und jetzt kann ich sagen, die soll ausgeblendet werden. Und jetzt sehe ich mein Deckenauflager. Das hat also schon mal geklappt. Ich gehe jetzt wieder zurück in meinen Schnitt. Dort sind diese beiden Ebenen jetzt übrigens nicht ausgeblendet. Nur zur Erinnerung, wir haben in jedem Zeichenfenster eine andere oder möglicherweise eine andere Konstellation von sichtbaren und ausgeblendeten Ebenen. Aber jetzt machen wir mal hier weiter. Fußbodenaufbau soll jetzt dieses Stück Stahlbeton abschneiden von der Treppe. Das heißt, die Treppe ist jetzt mal das Ziel der Solid Element Operation als Ziel hinzufügen. Und der Fußbodenaufbau soll der Operator sein, als Operator hinzufügen. Dann Abzug ist wieder richtig, ausführen. So, damit haben wir jetzt ein perfektes Auflager für die Treppe erstellt, die sowohl einen massiven Teil hat als auch einen Trittstufenbelag. Der Fertigfußboden geht bis an die Hinterkante der ersten Trittstufe ran und der Stahlbetonteil der Treppe liegt ordentlich auf der Rohdecke auf. Ich gucke mir das Ganze jetzt auch nochmal im 3D an. Jetzt ist natürlich der Fußbodenaufbau zunächst mal nicht zu sehen. Ich mache das jetzt mal so, dass ich im Ebenenumschalter sage, alle Ebenen ausblenden und dann alle wieder einblenden. Und jetzt möchte ich gern mal den Fußbodenaufbau nochmal ausblenden, damit ich mir das an der Treppe angucken kann. Ausgewählte ausblenden und dann sieht es so aus. Okay, Freunde, so geht es, wenn wir eine Treppe haben, die eine Bekleidung hat. Ich habe das jetzt in einer einfachen Variante mal durchgespielt, dass es nur eine Trittstufe gibt. Die Setzstufe hätte uns jetzt auch nicht weiter gestört bei dem Problem, das wir gerade hatten. Und dann habe ich gezeigt, wie man mit einem bestehenden neuen Fußbodenaufbau, der auf der Rohdecke aufliegt, der natürlich eine andere Dicke hat, eine in der Regel wesentlich höhere Dicke als die Trittstufe, wie man das dann trotzdem geschickt auflagert, die Treppe, und entsprechend aber auch abschneiden kann.